Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, liebe Mitfeiernde zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen Heiligen Abend aus dem Petersdom in Rom die Christmette mit Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßt Sie Silvia Kritzenberger. Ich freue mich, dass ich Sie heute durch die Feier der Heiligen Nacht begleiten darf. Ganz herzlich grüße ich alle, die über unsere Webseite, Facebook, YouTube-Kanal und über unsere Partnersender mit uns verbunden sind. Unsere Freunde von EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Gloria, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Österreich. Mein ganz besonderer Gruß gilt in dieser heiligen Nacht natürlich allen Menschen, die allein oder krank sind, allen, die uns vielleicht vom Krankenhaus aus zusehen oder zuhören. Ihnen allen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, in diesem Jahr steht die Feier von Weihnachten vor großen Herausforderungen. Und dabei ist der sehnsüchtige Wunsch vieler Menschen nach der Feier von Weihnachten doch ein Widerschein der großen Bedeutung, die das Fest in unserem Kulturkreis hat. Mitten in der dunklen Jahreszeit, die heuer durch Corona noch dunkler ist als sonst, brauchen wir einen Hoffnungsschimmer, die frohe Botschaft, dass Einschränkung, Krankheit und Tod nicht das letzte Wort haben. Wir können und müssen hoffen, trotz der traurigen Tage, die wir erleben. Denn wie vor über 2000 Jahren erklingt auch in dieser heiligen Nacht die Frohbotschaft: Heute ist euch der Retter geboren. In den vergangenen Jahren wurde die Christmette in Rom immer um 21.30 Uhr gefeiert. Wegen der in Italien verhängten nächtlichen Ausgangssperre musste sie dieses Jahr vorverlegt werden. Und sie wird auch mit einer deutlich geringeren Zahl an Teilnehmern gefeiert. Nur etwa 100 Gläubige werden dabei sein, wenn der Papst am heutigen Heiligabend am Kathedralaltar im Petersdom die Christmette feiert. Wir hören das traditionelle englische Weihnachtslied The First Noel, das die Geburt Jesu Christi und die Anbetung des Jesuskindes durch die Weisen aus dem Morgenland besingt. Amen.
Ja, neben dem Altar ist ein Thron aufgebaut, auf dem die mit einem Tuch verhüllte Jesuskindfigur liegt. Darauf liegt das Evangeliar. Dieser Thron hat schon beim Ersten und Zweiten Vatikanischen Konzil dazu gedient, die aufgeschlagene Bibel zu zeigen, das Wort Gottes, zum Zeichen dafür, dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, wie es bei Johannes heißt. Und zwar in unserer Geschichte, wie wir jetzt eben in den Kalenden hören, dem Text aus dem römischen Martyrologium, der die Geburt Christi in unsere Zeit hineinstellt. Molti secoli da quando dopo il diluvio. Am 25. Dezember, dem 10. Montag, viele Jahrhunderte waren vergangen seit der Erschaffung der Welt, seit Gott im Anfang Himmel und Erde erschaffen und den Menschen nach seinem Ebenbild gemacht hatte. Und wiederum viele Jahrhunderte waren vergangen, seit dem Ende der Sintflut, da der Allerhöchste seinen Bogen in die Wolken gesetzt hatte, als Zeichen des Bundes und des Friedens. Tredici secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto. 2100 Jahre seit dem Aufbruch Abrahams, unseres Vaters im Glauben, aus Ur in Chaldea. 1300 Jahre seit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten unter der Führung des Mose. Etwa 1000 Jahre seit der Salbung Davids zum König von Israel. Secondo la profezia di Daniel. In der 65. Jahreswoche gemäß der Vorhersage des Propheten Daniel. All'epoca della 194esima Olimpiade. In der 194. Olympiade der griechischen Zeitrechnung, im Jahre 752 seit der Gründung der Stadt Rom. Dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra. Im 42. Jahr der Herrschaft des Kaisers Octavianus Augustus, als der ganze Erdkreis im Frieden lebte, da kam Jesus Christus, ewiger Gott und des ewigen Vaters Sohn, und wollte die Welt durch seine gnadenvolle Ankunft heiligen. Er wurde empfangen durch den Heiligen Geist. Und nach Ablauf von 9 Monaten seit seiner Empfängnis wurde er in Bethlehem in Juda aus der Jungfrau Maria geboren. Und wurde ein Mensch. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus im Fleische. Gesang der Kalenden, der Ankündigung der Geburt Jesu, hat der Heilige Vater das Tuch vom Jesuskind genommen und er verehrt es nun mit dem Weihrauch.
Die Botschaft von Weihnachten ist keine Legende, kein Mythos. Der Herr selbst ist in unsere Mitte gekommen. Gott ist als Kind, als Armer in diese Welt hineingetreten. Jetzt ist es Tag. Von der Höhe her geht nun die Sonne auf. Vom menschenleeren Horizont ist der ersehnte Retter nun hier. Du, Messias, wirst das neue Morgenrot auf Erden sein, das Wort, das der Vater den Seinen verkündet. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri. Das Schuldbekenntnis und die Bitte um Vergebung. Zu Beginn dieser Messe bitten wir Gott um die Reinigung von unseren Sünden und um die Bekehrung der Herzen, die Quelle der Versöhnung mit unseren Brüdern und Schwestern ist. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Das Kyrie.
Nach dem Kyrie wird das Gloria, Ehre sei Gott, in der Höhe angestimmt. Thank you.
Preghiamo. Das Tagesgebet. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören nun die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9, Verse 1 bis 6. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers, zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Parola di Dio. Psalm, Psalm 96. Heute ist uns der Heiland geboren, Christus, der Erlöser. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, o uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Lande, singt dem Herrn, preist seinen Namen. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti.
verkündet sein Heil von Tag zu Tag. Er zählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, bei allen Völkern von seinen Wundern. Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, es brause das Meer und seine Fülle, es jauchze die Flur und was auf ihr wächst, jubeln sollen alle Bäume des Waldes. Vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker nach seiner Treue. Ja, seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wird bei den festlichen Liturgiefeiern die erste Lesung immer aus dem Alten Testament, die zweite aus dem Neuen Testament verlesen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöst und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Der Ruf vor dem Evangelium. Halleluja, das jetzt angestimmt wird, stimmt uns ein auf die eigentliche frohe Botschaft dieser Nacht. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist uns der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Halleluja.
Il Signore sia con voi. Wir hören nun die Verkündigung des Evangeliums. Dal Vangelo secondo Luca. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Verse 1 bis 14. In der Heiligen Nacht wird immer das Lukas-Evangelium verkündet. Lukas ist der einzige der vier Evangelisten, der die große Weltgeschichte, die Geschichte und die armselige und doch alles verändernde Geburtsgeschichte verbindet. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Parola del Signore. Lob sei dir, Christus, antwortet die versammelte Gemeinde auf diese frohe Botschaft, auf dieses Wort des Lebens. Der Diakon hat dem Heiligen Vater das Evangeliar zur Verehrung gereicht. Und Papst Franziskus hat mit dem Wort Gottes die Gemeinde im Petersdom gesegnet, uns alle.
Ja, wir hören nun die Predigt von Papst Franziskus. In dieser Nacht erfüllt sich die große Prophezeiung des Jesaja. Ein Kind wurde uns geboren. Ein Sohn wurde uns geschenkt. Ein Sohn wurde uns geschenkt. Oft hört man, dass die größte Freude im Leben die Geburt eines Kindes ist. Das ist etwas Außergewöhnliches, das alles verändert, unvorstellbare Energien freisetzt und uns Mühen, Unannehmlichkeiten und schlaflose Nächte überstehen lässt, weil es ein unbeschreibliches Glück mit sich bringt, das von nichts übertroffen wird. Darum geht es an Weihnachten. Die Geburt Jesu ist die Neuheit, die es uns Jahr für Jahr ermöglicht, innerlich neu geboren zu werden und in ihm die Kraft zu finden, jede Prüfung zu bestehen. Ja, denn er ist für uns geboren, für mich, für dich, für jeden Einzelnen. Er ist für mich geboren worden, für dich. Dieses für uns ist das Wort, das in dieser heiligen Nacht immer wiederkehrt. Ein Kind wurde für uns geboren, prophezeite Jesaja. Heute ist für uns der Heiland geboren, heißt es im Antwortpsalm. Jesus hat sich für uns hingegeben, verkündete der heilige Paulus. Und der Engel im Evangelium verkündete, heute ist für euch der Retter geboren. Für mich, für uns. Aber was will uns dieses für uns sagen? Dass der Sohn Gottes, der Gesegnete schlechthin ist, kommt, um uns aus Gnade zu gesegneten Söhnen und Töchtern zu machen. Ja, Gott kommt als Sohn in die Welt, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Was für ein wunderbares Geschenk. Heute staunt Gott über uns und sagt zu einem jeden von uns, du bist ein Wunder. Schwester, Bruder, verliere nicht den Mut. Bist du in der Versuchung zu glauben, du seist verfehlt? Gott sagt zu dir, nein, du bist mein Kind. Hast du das Gefühl, es einfach nicht zu schaffen, die Angst, unzulänglich zu sein? Befürchtest du, aus dem Tunnel der Prüfung nicht mehr herauszukommen? Gott sagt zu dir, hab Mut, ich bin mit dir. Und das sagt er dir nicht mit Worten, sondern dadurch, dass er zu einem Kind wurde, wie du eines bist. Und dies hat er für dich getan, um dich an den Ausgangspunkt deines Neugeborenwerdens zu erinnern. Dass du dir bewusst wirst, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes zu sein. Das ist das unzerstörbare Innerste unserer Hoffnung, der glühende Kern, der das Leben aufrecht erhält. Tiefer als unsere Begabungen und unsere Mängel und stärker als die Wunden und Misserfolge der Vergangenheit, stärker als die Ängste und Sorgen um die Zukunft, ist diese Wahrheit. Wir sind geliebte Kinder. Und Gottes Liebe zu uns hängt nicht von uns ab und wird nie von uns abhängen. Es ist eine unentgeltliche Liebe. Diese Nacht findet nur in einem eine Erklärung, in der Gnade. Alles ist Gnade, das Geschenk ist unentgeltlich, ohne dass wir etwas dafür tun müssten, reine Gnade. Heute Nacht, so sagt uns der heilige Paulus, ist die Gnade Gottes erschienen. Nichts ist wertvoller. Ein Sohn wurde uns geschenkt. Der Vater hat uns nicht irgendetwas gegeben, sondern seinen eigenen einzigen Sohn, der seine ganze Freude ist. Und doch, wenn wir die Undankbarkeit des Menschen gegenüber Gott und die Ungerechtigkeit gegenüber so vielen unserer Brüder und Schwestern betrachten, kommt ein Zweifel auf. Weiß richtig, dass der Herr uns so viel gegeben hat? Ist es recht, dass er immer noch Vertrauen zu uns hat? Überschätzt er uns nicht? Ja, er überschätzt uns.
Und er tut dies, weil er uns aufs Äußerste liebt. Er kann nicht anders, als uns zu lieben. So ist er nun einmal, so anders als wir. Er liebt uns immer, mehr, als wir uns selbst lieben können. Das ist sein Geheimnis, um in unsere Herzen einzutreten. Gott weiß, dass der einzige Weg, uns zu retten, uns innerlich zu heilen, darin besteht, uns zu lieben. Es gibt keinen anderen Weg. Er weiß, dass wir nur besser werden, wenn wir seine unermüdliche Liebe annehmen, die sich niemals ändert, die aber uns verändert. Nur die Liebe Jesu verwandelt das Leben, heilt die tiefsten Wunden und befreit uns aus den Teufelskreisen von Unzufriedenheit, Ärger und Klagen. Ein Sohn wurde uns geschenkt. In der ärmlichen Krippe eines dunklen Stalls liegt der Sohn Gottes selbst. Und damit stellt sich eine weitere Frage: Warum wurde er nachts geboren, ohne würdige Unterkunft, in Armut und Ablehnung, wo er doch verdient hätte, wie der größte König im schönsten aller Paläste geboren zu werden? Warum? Warum ist das passiert? Um uns begreiflich zu machen, wie sehr er unser Menschsein liebt, so sehr, dass er mit seiner konkreten Liebe unser schlimmstes Elend berührt. Der Sohn Gottes wurde völlig unbeachtet geboren, um uns zu sagen, dass jeder missachtete Mensch ein Kind Gottes ist. Er kam in die Welt, wie ein Kind eben zur Welt kommt, schwach und zerbrechlich, damit wir unsere Unzulänglichkeiten mit Zärtlichkeit annehmen können. Und er tat dies auch, damit wir etwas Wichtiges entdecken. Wie in Bethlehem, so möchte Gott auch bei uns liebend gerne durch unsere Armut Großes tun. Er hat unser ganzes Heil in die Futterkrippe eines Stalls gelegt und er hat keine Angst vor unserer Armut. Lassen wir also zu, dass seine Barmherzigkeit unser Elend verwandelt. Das also bedeutet es, dass ein Kind für uns geboren worden ist. Aber es gibt noch ein weiteres für uns, von dem der Engel zu den Hirten spricht. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in einer Krippe liegt. Dieses Zeichen, das Kind in der Krippe, gilt auch für uns, um uns im Leben Orientierung zu geben. In Bethlehem, was Haus des Brotes bedeutet, liegt Gott in einer Krippe. So, als wollte er uns daran erinnern, dass wir ihn so sehr zum Leben brauchen, wie das Brot, das wir essen. Wir müssen uns von seiner unentgeltlichen, unermüdlichen, konkreten Liebe durchdringen lassen. Wie oft hingegen füttern wir, hungrig nach Unterhaltung, Erfolg und Weltlichkeit, unser Leben mit Nahrung, die nicht satt macht und eine innere Leere hinterlässt. Der Herr beklagte durch den Mund des Propheten Jesaja, dass zwar der Ochse und der Esel ihre Krippe kennen, wir jedoch, sein Volk, ihn, die Quelle unseres Lebens, nicht erkennen. Es ist wahr. Unersättlich wollen wir mehr haben und so stürzen wir uns auf die vielen Futterstellen der Eitelkeit und vergessen dabei die Krippe von Bethlehem. Diese Krippe, arm an allem, aber reich an Liebe, lehrt uns, dass die Nahrung des Lebens darin besteht, dass wir uns von Gott lieben lassen und andere lieben. Jesus gibt uns das Beispiel. Er, das Wort Gottes, ist ein Säugling, er spricht nicht, aber er verheißt Leben. Wir hingegen reden viel, sind aber, was die Güte anbelangt, oft Analphabeten. Ein Sohn wurde uns geschenkt. Wer ein kleines Kind hat, weiß, wie viel Liebe und Geduld es braucht. Man muss es ernähren, pflegen, waschen, sich um seine Schwachheit und seine oft schwer zu verstehenden Bedürfnisse kümmern. Ein Kind gibt einem das Gefühl, dass man geliebt wird, aber es lehrt auch zu lieben. Gott wurde als Kind geboren, weil er uns dazu bringen möchte, dass wir uns um andere kümmern. Sein zartes Weinen lässt uns verstehen, wie unnötig viele unserer Vorlieben sind.
Und wir haben viele davon. Seine wehrlose und entwaffnende Liebe erinnert uns daran, dass die Zeit, die wir zur Verfügung haben, nicht dazu da ist, um uns selbst zu bemitleiden, sondern um die Tränen derer zu trösten, die leiden. Gott nimmt Wohnung ganz in unserer Nähe, arm und bedürftig, um uns zu sagen, dass wir ihm unsere Liebe erweisen können, indem wir den Armen dienen. Von heute Nacht an befindet sich, wie eine Dichterin schrieb, Gottes Wohnstatt direkt neben der meinen. Die Liebe ist ihr Mobiliar. Ein Sohn wurde uns geschenkt. Du, Jesus, bist der Sohn, der mich zu einem Sohn macht. Du liebst mich, wie ich bin. Nicht, wie ich träume zu sein. Wenn ich dich umarme, Kind in der Krippe, umarme ich von neuem mein Leben. Wenn ich dich aufnehme, Brot des Lebens, will auch ich mein Leben so hingeben. Du, der du mich rettest, lehre mich zu dienen. Du, der du mich nicht allein lässt, hilf mir, deine Brüder und Schwestern zu trösten. Denn von heute Nacht an sind sie alle auch meine Brüder und Schwestern. Ja, ein Moment der Stille, der Sammlung nach dieser eindrucksvollen Predigt des Heiligen Vaters. In seiner Predigt bei dieser Christmette hat Franziskus betont, dass Gott als Kind geboren wurde, weil er uns dazu bringen möchte, dass wir uns um andere kümmern. Die entwaffnende Liebe Gottes erinnert uns daran, dass die Zeit, die wir zur Verfügung haben, nicht dazu da ist, um uns selbst zu bemitleiden, sondern um die Tränen derer zu trocknen, die leiden, hat der Papst gesagt. Er hat uns daran erinnert, dass uns die Geburt Jesu es Jahr für Jahr ermöglicht, innerlich neu geboren zu werden und in ihm die Kraft zu finden, jede Prüfung zu bestehen. Wir sind geliebte Kinder Gottes, hat er gesagt, und Gottes Liebe zu uns hängt nicht von uns ab und wird nie von uns abhängen. Es ist eine unentgeltliche Liebe, reine Gnade. Nur die Liebe Jesu kann das Leben verwandeln, kann uns aus dem Teufelskreis von Unzufriedenheit, Ärger und Klagen befreien. Wie oft würden wir aber hungrig nach Unterhaltung, Erfolg und Weltlichkeit unser Leben mit Nahrung erfüllen, die nicht satt macht und nur eine innere Leere hinterlässt, hat der Papst beklagt. Das Credo. Thank you.
Con gioia e gratitudine ci volgiamo al Padre. Der Papst leitet die Fürbitten ein. Rinnovare l'umanità e riunirla in una sola famiglia. Dominum deprecemur. Für die Heilige Kirche. Möge sie mit Freude verkünden, dass das Geheimnis der Geburt des Gottessohnes neue Wege der Freiheit und des Friedens eröffnet hat. Für unseren Papst Franziskus, für alle Bischöfe, Priester und Diakone. Mögen sie mit dem Geschenk der Gnade Gottes das Herz eines jeden Menschen erreichen. Für die von Krieg und Gewalt zerrissenen Völker möge der Traum der Propheten wahr werden, dass jedes Joch zerbrochen werde und niemand mehr Unterdrückung und Schande erleiden muss. Für die Geringsten, die Ausgegrenzten, für die, die ihr Land aufgrund von Kriegen und Armut verlassen müssen, möge die Zärtlichkeit, mit der Maria den Gottessohn umsorgt hat, in den christlichen Gemeinschaften eine Haltung des Wohlwollens und der Fürsorge hervorrufen. Für uns, die wir hier versammelt sind, dass die von den Engeln gesungene Verkündigung des Friedens in unseren Herzen bleibe und uns helfe, unser Leben in einen ständigen Lobpreis zu verwandeln. Erhöre, o Vater, unser Rufen und lass uns in der Geburt Christi, deines Sohnes aus dem Schoß der Jungfrau Maria, deine grenzenlose Güte erkennen. Amen. Folgt der zweite Teil dieses festlichen Gottesdienstes, die Eucharistiefeier. Dabei wird das erste Hochgebet verwendet. Corona-Jahr 2020 muss leider auch bei dieser Christmette die Gabenprozession entfallen. Ein heiliger Tag ist uns aufgeleuchtet, singt die Schola. Kommt ihr Völker, betet an den Herrn. Denn heute stieg ein großes Licht zur Erde hernieder. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Amen.
Grazie, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradita, o Padre. Das Gabengebet. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, in dem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig. Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi ti lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga e la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con me, indegno tuo servo, che hai portato a capo della tua Chiesa. E con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosce la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo la notte santissima nella quale Maria, Vergine illibata, diede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo.
San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla nazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Der Moment der heiligen Wandlung. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare
comunicando al santo mistero del corpo e sangue del Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tu, Dio, crei santifici sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Senti la parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire. Ja, mit dem gemeinsamen Gebet des Vater Unser wird der Kommunionritus eingeleitet. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Das Friedensgebet. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Der Friedensgruß. Ja, denken wir in dieser Nacht auch an die vielen Christen auf dieser Welt, die verfolgt werden. Auch ihnen gilt die Botschaft der Hoffnung dieser heiligen Nacht. Lamm Gottes.
agnello è Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommuniongesang, Psalm 110. Im Glanz des Heiligtums, ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern. So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, und ich lege deine Feinde als Schemel unter deine Füße. Das Zepter deiner Macht streckt der Herr aus vom Zion her. Herrsche inmitten deiner Feinde. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft,
einsam wacht. Wir hören unser Weihnachtslied in der italienischen Übersetzung, Astro del Ciel. Oh,
entdecken wir in der Schönheit der Liebe Gottes auch unsere Schönheit wieder, weil wir die von Gott Geliebten sind, hat Franziskus in seiner Weihnachtspredigt 2019 gesagt. Im Guten wie im Schlechten, in der Gesundheit und der Krankheit, in Glück oder Traurigkeit, in seinen Augen erscheinen wir schön, nicht aufgrund dessen, was wir tun, sondern aufgrund dessen, was wir sind. Und in den Nächten des Lebens sagt er zu uns wie zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Heute Nacht hat die Liebe die Angst besiegt. Eine neue Hoffnung ist erschienen. Das sanfte Licht Gottes hat die Finsternis der menschlichen Überheblichkeit überwunden. Menschheit, Gott liebt dich und ist für dich Mensch geworden. Du bist nicht mehr allein. Das Schlussgebet. Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Signore sia con voi. Der feierliche Schlusssegen. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli a annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua benedettitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio, che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipe dell'Assemblea Celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga. Amen. Gesang des Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volke, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren der Natur zum Staunen deinen heiligen Schöpfer. Unversehrte Jungfrau, die du aus Gabriels Mund nahmst, das selige Ave, o erbarme dich der Sünder. Normalerweise bildet die Prozession
mit dem Jesuskind, das in die Krippe im Petersdom zurückgebracht wird, den feierlichen Abschluss der Christmette. Doch auch darauf müssen wir im Corona-Jahr bei dieser Christmette leider verzichten. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann werden Sie doch einfach Mitglied im Verein der Freunde von Radio Vatikan. Das geht ganz einfach. Schreiben Sie eine Mail an Ludwig Waldmüller, in der Sie mitteilen, dass Sie dem Verein beitreten wollen, und geben Sie Ihre Adresse an. Die Mailadresse lautet waldmüller@radiovatikan.de. Schon im Voraus vielen herzlichen Dank. Und damit endet diese Live-Übertragung aus dem Petersdom in Rom. Eine Zusammenfassung sowie alle weiteren Infos aus Vatikan und Weltkirche finden Sie auf der Webseite von Vatican News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die über unsere Webseite, Facebook, Apps und YouTube-Kanal zugeschaltet waren. Natürlich auch bei allen, die über unser Partnersender heute mit dabei waren. Am Mikrofon begleitet hat sie Silvia Kritzenberger. Ihnen allen von Herzen frohe Weihnachten. Laudetur Jesus Christus.